Das Leben des freundlichen Fabrikarbeiters Jerry wird bestimmt durch seinen Job, seine Haustiere und die gerichtlichen angeordneten Sitzungen bei einer Psychotherapeutin. Jerry muss Medikamente nehmen, um seine Schizophrenie im Zaun zu halten. Da Jerrys bisher graue Welt ohne die Medikamente aber sehr farbenfroh und fröhlich erscheint, setzt er die Pillen eigenmächtig ab. Mit einem Nebeneffekt: Jerry kann sich mit seinen Haustieren unterhalten. Sein gutmütiger Hund Bosco und sein zutiefst verdorbener Kater Mr. Whiskers reden auf ihn ein und lenken sein Denken und Handeln in höchst gegensätzliche, gefährliche Richtungen. Als er sich in die Buchhalterin Fiona verliebt und ein missglücktes Date ein tragisches Ende nimmt, gerät Jerrys Leben vollends aus den Fugen. Wer auf schwarzen Humor steht, der ist bei dieser pechschwarzen Komödie wirklich goldrichtig. The Voices ist verrückt und bleibt es von der ersten bis zur letzten Minute. Der Trailer zeigt ja wirklich nur einen sehr, sehr kleinen Teil. Neben den tollen Schauspielern, die ihre Rollen wirklich alle sehr gut spielen, sind der Hund Bosco und der Kater Whiskers die weiteren sehr großen Hauptrollen in diesem Film. Bosco übernimmt dabei die Rolle des Menschen bester Freund. Immerhin ist er ja ein Hund und daher kann er das besonders gut. Whiskers ist auf der anderen Seite dann allerdings der kleine Teufel des Films. Und eigentlich ist er an allem schuld. Jerry soll sich mal so richtig frei fühlen und das geht nur auf eine Weise. Was bei Whiskers vermutlich kleine Mäuse sind, sind bei Jerry auch Mäuse. Okay, die sind ein bisschen größer und haben Namen. The Voices ist dabei durchgehend verrückt. Was aber auch irgendwie zu Jerry passt. 6,5 von 8 Punkten bekommt daher The Voices. Da ist er wieder. Jerry! Was? Arbeitet in einer Badewannenfabrik. Ja, na klar, selbstverständlich. Jerry war die langweiligste Nummer im Universum. Hey, Fisch. Hey, Jerry! Geht's dir gut, Mann? Bis er eine weise Entscheidung traf. Nehmen Sie noch Ihre Medikamente? Ja. Sie müssen sie aber einnehmen. Okay. Jetzt ist er wie ausgewechselt. Nehmen Sie die Pillen, die Pillen, die Pillen. Und das Beste, er hört sogar auf mich. Oh, zum Teufel ist mein Futter, du Hackfresse. Hi, Mr. Whiskers. Wenn nur diese verlauste Töle nicht wäre. Wer ist ein Barberhund? Du bist ein guter Junge. Hören Sie manchmal Stimmen? Töte ihn. Halt die Klappe. Fick den Köter. Stimmen? Nein. Ja. Willst du Menschen töten? Du wirst entdecken, was es heißt, sich wirklich lebendig zu fühlen. Krankgestörter Kater. Erzählen Sie es. Naja, das ist so eine Süße. Sie sind ein sympathischer Mann. Hast du die Alte gefickt? Darauf will ich nicht antworten. Der wirst du nie ein unter die Hüfte jubeln, weil du sie anwiderst. Tu es für die Befriedigung, die es einem macht. Wie heißt dein Kater? Mr. Whiskers. Oh. Ein richtiges Miststück. Ich hab dir ein kleines Geschenk auf der Couch hinterlassen. I got a destination. Warum lachen sie denn jetzt? Die mögen mich auf der Arbeit. Du hast eine ganz geile Frisur, Tom. Ja, von hinten. Ist ein Hammer. Ich hab mir das Recht verdient, ein Junge genannt zu werden. Du hast das Recht, von einem Minivan erwischt zu werden. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es eine gute Idee ist, dass ich mit einem Kater spreche. Lob. Oder einem Hund. Sei nicht so hart mit dir selbst. Es ist ja nicht so, als hättest du einen umgebracht.